Es macht wenig Sinn, dass ich dir mit Lernfilmen jedes Detail von Keynote zeige. Es ist nämlich ein wirklich brauchbares Handbuch enthalten und das rufst du über das Schraubenschlüsselsymbol auf, zuunterst Hilfe. Ich war schon mal vorhin drin, deshalb wird direkt die letzte Seite aufgerufen. Mit einem Tipp oben links kommst du zum Inhaltsverzeichnis. Das ist recht gut strukturiert und sonst könntest du über das Lupensymbol immer noch nach einem speziellen Begriff suchen. Hier findest du eigentlich wirklich jeden Trick. Nehmen wir mal an Gruppieren von Folien. Das ist natürlich eine Profi-Technik, aber das wird dir hier Schritt für Schritt erklärt. Und ich denke, so wirst du recht Fortschritte machen. Wenn wir gleich schon bei diesem Schraubenschlüsselsymbol sind, zeige ich dir noch die weiteren Möglichkeiten, die hier versteckt sind. Übergänge und Animationen werden wir in einem weiteren Lernfilm anschauen. Du kannst innerhalb dieser Präsentation suchen. Interessant sind die Moderatornotizen. Hier kannst du deine Vortragsnotizen direkt in der Präsentation unterbringen, wenn du also auf Zettelchen verzichten möchtest. Ich tippe auf Fertig, erneut rein. Präsentationswerkzeuge. Da hast du ebenfalls Profi-Werkzeuge zur Auswahl, zum Beispiel interaktive Links, mit denen du eben von Folie zu Folie oder zu einer Webseite springen kannst. Für automatisch ablaufende Präsentationen kannst du einen ganzen Soundtrack hinterlegen. Und mit Präsentationstyp kannst du zum Beispiel einstellen, dass eine Präsentation in einer Endlosschleife abgespielt wird, zum Beispiel bei einer Ausstellung. Gehen wir wieder zurück. Dann Einstellungen. Hier hast du Einstellungen, die die Funktion der App betreffen. Zum Beispiel kannst du die Rechtschreibeprüfung einblenden, Hilfslinien noch einblenden und die Kommentarfunktion freischalten für die Zusammenarbeit mit anderen Benutzern.